es nochmal, ich war's nicht. Du warst's. Jenny, ich war's nicht. Du warst. Ich war's nicht. Du warst es und ich erzähl's Dad. Oh, was macht man mit so einer Kröte? Würdet ihr beide eure Schnäbel halten? Und sag mir mal, warum ich deine Barbie-Puppe verstecken sollte. Weil du eifersüchtig auf sie bist. Eifersüchtig? Ha, warum sollte ich eifersüchtig auf eine Puppe sein, die eine Frontallobotomie hat? Weil sie hübscher ist als du. Hübsch? Sie hat ein völlig leeres Gesicht. Soll ich dir mal Barbie zeigen, wenn sie glücklich ist? Das ist Barbie, wenn sie traurig ist. Und das ist Barbie, wenn ihr Kanarienvogel verendet ist. Sie ist das reinste Vakuum. Weißt du, was Vakuum bedeutet? Ja, da sind Erdnüsse drin verpackt. Dein Hirn ist Vakuum. Und außerdem hat sie hübschere Kleider als du. Oh, hübschere Kleider als sie? Ich habe sogar hübschere Kleider als sie. Würden Kröte und Frosch das bitte den Schnabel halten? Was tust du da überhaupt, Simon? Ich versuche zu lernen. Juhu, hat dir noch niemand die frohe Botschaft verkündet? Die Ferien haben gestern angefangen. Weißt du noch, die Glocke hat geläutet und wir haben alle gerufen, keine blöde Schule mehr, keine blöden Lehrer mehr, keine... Ist ja gut, ist ja gut. Ich würde gern einige Sachen nachholen, okay? Mach, was du willst. Wo sind meine Bohnen mit Tomatensauce? Jenny, keine Bohnen mit Tomatensauce zum Frühstück. Warum nicht? Weil ich heute Morgen meine Ruhe haben will. Ja, kannst du zur Abwechslung nicht mal was anderes essen? Ah, bei Abwechslung fällt mir Wechseln ein. Wo ist es geblieben? Wo ist was geblieben? Das Wechselgeld. Was? Wer hat wem was gewechselt? Gestern Abend habe ich dir 10 Dollar geliehen, falls du Geld fürs Taxi brauchst. Ich bin ja auch mit dem Taxi gefahren. Und wie viele Personen waren in dem Wagen? 4 höchstens. Dann hat das Taxi entweder 40 Dollar gekostet. Nö. Oder du müsstest Wechselgeld für mich haben. Nö. Du musst was rausbekommen haben. Dad, du hast mir 10 Dollar gegeben, richtig? Ich habe dir 10 Dollar geliehen. Das ist doch dasselbe. Ist es nicht. Man buchstabiert es schon mal völlig anders. Nein, also hör mal, du hast mir 10 Dollar für ein Taxi geliehen, richtig? Richtig. Und wenn ich so clever bin, was davon zu sparen, dann kann ich es doch behalten, richtig? Falsch, gib mir das Dad, Wechselgeld. Dad, ich habe es nicht mehr. Simon schuldet mir 5 Dollar. Simon, gib Dad sofort 5 Dollar. Kann ich nicht, ich hab's Nudge geliehen. Tag, Mr. Kelly. Nudge. Nach Hause gehen? Nein, 5 Dollar geben. Dann gehe ich lieber nach Hause. Nein, nein, komm schon. Du schuldest Simon 5 Dollar. Simon schuldet sie Debbie, Debbie schuldet sie mir. Überspringen wir den Zwischenhändler, also gib mir meine 5 Dollar. Die habe ich ausgegeben. Du hast sie ausgegeben? Ist doch völlig sinnlos, sich Geld zu leihen, wenn man es nicht ausgibt, oder ey? Was lernen kleine Kinder in Ökonomie? Hey Dad, was ist Ökonomie? Das ist die Lehre vom Wirtschaften. Wir verwirtschaften. Könnt ihr nicht ein bisschen leiser sein? Ich beschäftige mich gerade mit der Relativitätstheorie. Hat das irgendwas mit Nahrungsaufnahme zu tun? Nein, mit deiner relativen Dämlichkeit. Simon, das ist unmenschlich. Das Einzige, was man beim Frühstück studiert, ist die Rückseite einer Rice Krispies-Packung. Ja, da steht, eine Packung Krispies enthält den durchschnittlichen Tagesbedarf an Niacin, Riboflavin und Cha-Cha-Cha. Komisch, ich schmeck nie das Riboflavin raus. Weil das Cha-Cha-Cha dir die Zunge lähmt. Hey Dad, wo sind meine Bohnen mit Tomatensauce? Jenny, lass die blöden Bohnen, iss Krispies. Ich bin doch nicht verrückt, ich esse nichts, wo drin getanzt wird. Mach, was du willst. Hey Dad? Ja, ha? Was kann ich heute machen? Keine Ahnung. Aber wenn du vorhast, deine Blödbohnen zu essen, mach's bitte draußen. Komm, Dad, ich krieg vor Langeweile schon Fußschmerzen. Der zweite Ferientag und du kriegst vor Langeweile Fußschmerzen. Lauf einfach rüber zu Catherine. Geht nicht, die ist nach Neuseeland gefahren. Dann lauf nach Neuseeland und besuch sie, dann bist du beschäftigt. Und was ist mit Samantha? Die ist nach Hawaii gefahren. Alle sind die Ferien über weggefahren, nur wir nicht. Ja, Dad, warum können wir nicht nach Hawaii fahren? Dafür gibt's 10.000 Gründe und die heißen Dollars. Tja, dann musst du eben mit deiner Barbie spielen. Geht nicht. Debbie hat meine Barbie versteckt. Hab ich nicht? Ach, diesen Barbie-Mist ertrage ich nicht nochmal. Ich hau ab. Simon, isst du dein Frühstück nicht mehr auf? Nein. Ah, super. Natsch, du bist ein Geier. Ja, darum muss ich auch immer viel essen. Debbie, warum versteckst du Jennys Barbie-Puppe? Dad, ich hab sie nicht versteckt. Hat sie doch, und es war meine Lieblings-Barbie. Oh, Dad, kannst du diesem Quälkrümel begreiflich machen, dass ich sie nicht versteckt hab? Ich bin sicher, dass Debbie sie nicht versteckt hat. Und überhaupt, kannst du nicht mit einer anderen spielen? Nö. Ich fasse das einfach nicht. In deinem Zimmer sind ganze versunkene Kulturen von Barbie-Puppen. Das Geld, das ich dafür ausgegeben habe, würde reichen, um ein Land in der dritten Welt ein Jahr lang mit Lebensmitteln zu versorgen. Und du meinst, dass du mit keiner von denen spielen kannst? Ja. Aber du hast eine Hula-Hula-Barbie, eine Modeschau-Barbie, eine Rock'n'Roll-Barbie. Oh, eine haben sie vergessen, Mr. Kelly. Welche? Die Wer grinst am blödesten Barbie? Also, ich glaube, hier pflanze ich noch einen Baum und 1, 2, 3, dahin. 4. Tut mir leid, dass ich zu spät komme, aber Sie glauben nicht, Guten dass Morgen, heute Morgen Betty. Wie bitte? Ach, na ja, ich dachte nur, es wäre nett, das Gespräch mit ein paar Standardhöflichkeiten zu beginnen. Ah, guten Morgen, Mr. Kelly. Es tut mir leid, dass ich zu spät komme, aber Sie glauben nicht, was mir heute Morgen passiert ist. Ich wette, ich werde... Was wetten Sie? Ich wette, dass ich Ihnen jede noch so alberne, hanebüchene Geschichte, die Sie mir als Grund für Ihr zu spät kommen angeben, glauben werde. Ich will aber nicht. Nein, 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 schießen Sie los. Nein. Nein, Sie glauben mir ja doch nicht. Sie glauben nicht, dass ich Ihnen die Wahrheit sage. Nein, weit gefehlt, Betty. Ich glaube Ihnen. Ich glaube, dass Ihnen all diese idiotischen Sachen tatsächlich passieren. Gott allein weiß, dass sie sonst niemandem passieren. Ich meine,
meine, Sie ziehen merkwürdige Ereignisse geradezu an. Sie sind wie ein wandelnder Magnet für Zwischenfälle der dritten Art. Also, schießen Sie los. Nein, jetzt haben Sie mich aus der Fassung gebracht. Nein, Sie irren sich, habe ich nicht. Nein? Nein. Oh, naja, wenn das so ist. Also, ich war da, aber sie war nicht. War was nicht? War nicht da. Wer war nicht da und wo war sie nicht? Die Schülerlotsin, die mir immer hilft. Sie steht an der Kreuzung und ich warte auf ihr Zeichen. Betty, es sind Schulferien und in den Ferien halten Schülerlotsen immer Winterschlaf. Das ist so üblich. Ja, das weiß ich jetzt auch. Ein paar Kinder sind gekommen und haben es mir erzählt. Gut für Sie. Oh, Sie hätten sie mal sehen sollen. Sie waren so süß. Sie haben darauf bestanden, mich über die Straße zu führen. Wirklich? Ja, aber dann musste ich Sie wieder rüberführen, weil Sie dürfen nicht allein über die Straße gehen. Ich hätte es wissen müssen. Hey, Dad, einen Augenblick. Wolltest du etwa mit deinem Vater sprechen? Ist denn hier noch jemand, den ich Dad nenne? Und was ist der Betreff, weswegen du mit ihm sprechen wolltest, Dad? Hör mal, Debbie, es geht viel schneller, wenn du mitspielst. Also gut, es ist eine wichtige Sache wegen der Waschmaschine. Oh, ja, ja. Mr. Kelly, Ihre Tochter Deborah möchte Sie gerne sprechen, bitte. Waschmaschine, ich weiß. Schon gut. Ich habe alles mit angehört, ich habe ja keinen Känguru-Dung in meinen Ohren. Nein, aber Sie anscheinend. Du kannst jetzt reingehen. Dad, kannst du mal nach der Waschmaschine sehen? Was ist denn damit? Sie hat plötzlich Klapperdipeng, Klapperdipong gemacht und aufgehört. Womit? Zuerst hat sie aufgehört, Klapperdipeng zu machen. Und dann hat sie mit allem aufgehört. Oi, das hat mir gerade noch gefehlt. Okay, ich sehe sie mir mal an. Unsere in Walgett hat immer Pippidipop gemacht. Und ihr Dad? Hat sie mit der Schrotflinte zusammengeschossen. Das passt ihr gar nicht. Ich nehme an, dass die ganze Trommel voller Wäsche ist, ja? Ja, woher weißt du denn das? Von Newtons erstem Waschmaschinengesetz. Sie gehen nur kaputt, wenn die ganze Trommel voller Wäsche ist und 50 Liter schmutziges Wasser drin ist. Ich weiß nicht, warum ich das immer wieder tue. Was immer wieder tust? Na, du weißt doch, jedes Mal, wenn die Waschmaschine kaputt geht, komme ich hier rein, sehe sie mir an und dann wird mir klar... Was? ...dass ich überhaupt keine Ahnung von Waschmaschinen habe. Bei einer kaputten Zündkerze wird es ja wohl nicht liegen, oder? Das Einzige, was man tun kann, ist rütteln, aber das bringt auch nichts. Also rufen wir einen Klempner. Und was ist mit der ganzen Wäsche? Wir können sie doch nicht da drin lassen. Frag die Nachbarn, ob du sie in ihrer Maschine fertig waschen darfst, ja? Nein, nein, lass sie drin. Simon soll dir helfen. Die ist zu schwer für dich. Okay, und was machen wir mit dem ganzen Wasser? Ja, wir könnten es mit einer Schrotflinte bedrohen, damit es freiwillig geht. Aber besser? Ja? Gib Natsch einen Strohhalm und sag ihm, da ist Milchshake drin. Oh. Oh, wie geht's der Waschmaschine? Tot. Ich habe den Klempner angerufen. Der kommt morgen und beerdigt sie. Jenny, was machst du denn da? Oh, ich habe ihr gesagt, sie darf mit dem Puppenhaus spielen. Das ist kein Puppenhaus, das ist ein Architektenmodell. Also spiel nicht damit rum, ja? Ach komm, Dad, ich bin auch ganz, ganz vorsichtig. Jenny, es hat mich einen Haufen Geld gekostet, das anfertigen zu lassen. Lass die Finger davon, ja? Das war teuer? Ja, weil es kein Puppen, sondern ein richtiges Haus ist. Das müssen aber winzige Leute sein, die in so einem Haus wohnen können. Du kommst jetzt mal mit. Sie auch, Betty. Na gut. Siehst du das da? Den Briefkasten? Nein, den Park gegenüber, da, der mit den Schaukeln. Willst du mich beim Schaukeln anschubsen? Nein, ich muss arbeiten. Betty, würden Sie Jenny beim Schaukeln anschubsen? Aber wollen Sie denn nicht, dass ich Ihnen Nein, helfe? Nein, Betty, ich habe zu arbeiten. Sie sind mir eine größere Hilfe, wenn Sie Jenny beschäftigen. Okay, also komm, Jenny. Unterwegs erzähle ich dir ein paar Geschichten über Walgett. Ah, die Walgett-Memoiren, wie ich mit einem Känguru Karten spielte. Betty, die Wäsche läuft bei den Nachbarn in der Maschine. Ah, danke. Die wiegt vielleicht, wenn sie nass ist. Du hast sie doch nicht selbst rausgeholt. Oh, naja. Aber ich habe doch gesagt, Simon soll dir helfen. Naja, er ist zu beschäftigt, weißt du? Weiß ich nicht. Wo ist er? In der Küche? Ah. Oh, reg dich doch nicht auf deswegen. Simon, hast du Deborah die Wäsche allein tragen lassen? Welche Wäsche? Sie hat nichts gesagt. Ist doch egal, Ist es nicht? Hast du ihn gefragt? Ja, aber vielleicht hat er mich nicht gehört. Simon, wenn ich dich in Zukunft noch mal bitte, etwas zu tun, dann möchte ich, dass du das tust. Verstanden? Sie hat nicht gesagt, dass du das gesagt hast. Das ist vollkommen egal. Du sollst prinzipiell so anständig sein, deiner Schwester mit der Wäsche zu helfen. Deine Schwester ist nicht mit Hulk verwandt, verstehst du? Dad, das ging doch. Tut mir leid, aber ich bin wirklich beschäftigt. Ich habe nicht gewusst, dass du gesagt hast, dass ich das machen soll. Ich sollte dir nicht immer sagen müssen, dass du irgendetwas tun sollst. Du bist doch angeblich so intelligent. Großer Gott, als nächstes werde ich euch noch sagen müssen, wann ihr euch die Nase putzen sollt. Hi, Mr. Kelly. Natsch, ja? Putz dir die Nase. Vielen herzlichen Dank, Debbie. Simon, hör mal, ich habe überhaupt nichts gesagt. Nein, das hast du ganz bestimmt nicht. Was machst du denn eigentlich? Ich lerne. Jedenfalls versuche ich das. Du weißt doch, wie man so sagt. Immer Arbeit, kein Vergnügen, da muss Natsch doch Hunger kriegen. Komm, ich spendiere einen Hamburger. Nimm deine Pfoten da weg. Hey, was ist denn mit dir los? Ja, jetzt reg dich mal ab, Simon. Warum könnt ihr mich nicht einfach alle in Ruhe lassen? Komm, lass uns doch irgendwas machen. Ich mache ja was. Ich versuche mir darüber klar zu werden, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte. Oh, das ist wirklich heavy. Ja. Ja, ich wollte eigentlich nur wissen, was wir heute Nachmittag machen. Das hat aber
Spaß gemacht. Sie waren aber nicht lange weg. Ihr kleines armes Ärmchen ist vom vielen Anschubsen recht bald ziemlich müde geworden. Betty, Sie sollten sie anschubsen, nicht sie. Ja, aber Sie wissen doch, wie sie ist. Sie sagt, sie sei ein großes Mädchen und sie wollte unbedingt mich anschubsen. Solange es sie glücklich macht. Oh, wie die dicke alte Made im Speck, Mr. Specky. Ich habe ihr die ganze Zeit von Schwester Molly erzählt. Schwester Molly aus Walgett? Ja, aber sie war nicht ihr ganzes Leben in Walgett. Was ja auch niemandem zu wünschen ist. Nein, nein. Sie war Missionsschwester in Tiefafrika. Als ich in Jennys Alter war, hat sie uns immer erzählt, wie sie den Leberaussätzigen geholfen hat. So dass sie zum Schluss wieder so neu wie vorher waren. Nicht Leber, Betty, Lepra. Was Sie immer für gebildete Sachen wissen. Ja. Hey, Dad, ich habe mir überlegt, was ich machen will. Was, heute Nachmittag? Nein, wenn ich mal groß bin. Oh, und was willst du machen, wenn du mal groß bist? Ich werde Nonne und helfe dem Lebertran in Afrika. Mr. Kelly, um welche Zeit haben Sie denn vor, das Puppenhaus zu Mr. Sinclair rüberzubringen? Betty, das ist keineswegs das, als was Sie es bezeichnen. Das ist ein Architektenmodell. Ach, und wo ist da der Unterschied? Der Unterschied ist, dass Architektenmodelle sehr viel kosten. Und Puppenhäuser kosten noch viel mehr. Also, um welche Zeit transportieren Sie es nun, das Architektenmodell? Ach, ich weiß es nicht. Ich rufe lieber mal den Waschmaschinenklempner an und frage ihn, um welche Zeit er kommen will. Hallo, hier ist Martin Kelly und ich... Das ist eine Warteschleife. Mann, das ist ja so spannend. Was denn? Auch das noch. Was? Sie pusten Musik in mein Ohr. Das muss diese elende Rentnerband sein, die überall da spielt, wo ich anrufe. Was spielen Sie? Naja, die Brüder können nur La Cucaracha. Ja, da, 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 ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Hallo? Olli! Klappe! Nein, nicht Sie. Sie bleiben dran. Ich will nicht wieder in die Warteschleife. Also, hier ist Martin Kelly aus der Jacaranda Avenue. Sie sagten, wenn ich heute anrufe, dann könnten Sie mir sagen, wann der Klempner kommt. Ja, wir hatten eigentlich vereinbart, dass er heute kommt, aber das können wir ja vergessen. Passen Sie auf, ich teile mir den Tag in Nummern ein. Eine Nummer pro Stunde. Ich werde Ihnen jetzt einfach ein paar sagen und Sie suchen sich die aus, die Ihnen gefällt. 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr. Oh, 11 Uhr gefällt Ihnen? Er kommt also um 11 Uhr. Aha. Er kommt vielleicht um 11 Uhr. Ja. Hätten Sie sonst noch was anzubieten? 2 Uhr, gut, dann kommt er also entweder um 11 oder um 2. Oh, er kommt eventuell zwischen 11 Uhr und 2 Uhr. Oder irgendwann nach 2 Uhr. Ich gratuliere uns, wir haben es gerade geschafft, es auf 15 Stunden einzugrenzen. Danke vielmals, wiederhören. Ole! Ich schieße. Betty, aufhören. Womit, Mr. Kelly? Sie summen La Cucaracha. Hab ich nicht. Bitte quälen Sie mich nicht. Betty! Oh. Hey, Dad! Oh, was haben wir? Arabische Wochen? Was ist denn das für ein Spiel, Jenny? Ich spiele überhaupt nicht. Ich übe noch. Du übst noch? Wofür? Wenn ich mal Nonne werde. Hast du meine Barbie gesehen? Sie ist immer noch weg. Die wird nach Hause kommen, wenn sie Hunger kriegt. Keine Angst. Wie ich dir gesagt habe, wir hätten niemals anfangen dürfen, sie zu füttern. Dad! Nein, ich habe sie nicht gesehen, aber ich bin sicher, sie taucht irgendwann auf. Aber ich brauche sie jetzt. Warum? Warum? Wird Barbie auch Nonne? Nein, sie ist Patientin. Ich will an ihr Pflegen üben, so wie Schwester Molly es gemacht hat. Und woran merkst du, dass Barbie krank ist? Die sieht doch immer so aus. Dad, machst du dich etwa lustig über Barbie? Ein bisschen. Geh in Frieden. Ich will dir vergeben. Ich fühle mich eigenartig geläutert. Was machst du denn da? Viel Glück auf deinen Wegen. Ich will doch gar nicht spazieren gehen. Kann man mal Ruhe haben? Hey Jungs, ein paar Leute wollen ein bisschen in die Stadt fahren. Wollt ihr mitkommen? Ja! Nein. Was habt ihr denn vor? Weiß nicht, einfach eine Runde rumhängen. Was ist nur? Ah, komm, Simon. Ich habe keine Zeit zum blöden Rumhängen. Hast du etwa eine Bazille verschluckt? Es ist alles bestens in Ordnung, wenn er mich einfach in Ruhe lasst. Oh, das muss aber eine fette Bazille gewesen sein. Fährst du jetzt doch nicht mit? Nein, ich bleib bei dir. Das Phantom bleibt auch. Aber seid ruhig, beide. Wieso? Was meinst du? Okay, lass wenigstens die Buschtrommeln weg. Aber das ist doch das Beste. Phantom, 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 Phantom. Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe. Das war nur ein Witz. Sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Die Zeit für blöde Witze ist endgültig vorbei. Ist dir eigentlich klar, dass wir in 3 Monaten die wichtigste Entscheidung unseres Lebens treffen müssen? Nämlich? Nämlich, was wir machen, wenn wir mit der Schule fertig sind. Was wir mit dem Rest unseres Lebens anfangen. Machst du dir darüber überhaupt keine Gedanken? Jetzt, wo du es sagst, nein. Na, ich jedenfalls schon. Also schieb bitte ab und lass mich darüber nachdenken. Oh. Wenn das so ist? Ja, so ist es.
Okay, wie du willst. Hey, Dad, warum ist denn die Waschmaschine immer noch voll von diesem grauen Milchschaum? Ich möchte nicht darüber reden. Ich dachte, dass ein Klempner vorbeikommt. Ja, das dachte ich auch. Ich habe den ganzen Tag auf ihn gewartet, aber er war nicht da. Ich habe 15 Mal angerufen. Was haben Sie gesagt? Da-d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 a. Sie haben Moon River gesungen? Das war La Cucaracha. Es hört sich alles gleich an, wenn du singst. Vielen Dank, Deborah. Was machst du denn da? Oh, ich bringe mich mit kreativem Currykochen auf andere Gedanken. Ach, was ist denn an Curry so kreativ? Du wirfst einfach Pulver rein. Du wirfst einfach Pulver? Du wirfst einfach Pulver rein? Wahre Männer machen ihr Curry wahrhaftig nicht so. Wieso denn nur Männer? Tochter, ich möchte dich davon in Kenntnis setzen, dass alle großen Curryköche dieser Welt Männer waren. Seit Jahrhunderten hat der dahinscheidende Vater auf dem Totenbett das Geheimnis seines Lieblingscurrys an seinen ältesten Sohn weitergegeben. Diese Rezepte wurden eifersüchtig gehütet und waren keinem anderen Menschen bekannt. Und dies ist eines dieser Rezepte. Und wo hast du es denn her? Aus der kleinen Gourmet-Fibel. Na, Jenny, was gibt's denn? Er möge dich segnen, Vater. Er möge dich segnen, Deborah. Dad, könntest du das vielleicht abstellen? Das kann doch nicht schaden, Debbie. Oh, sie hat mich heute schon 10 Mal gesegnet. Davon bekomme ich Schuldgefühle. Jetzt warte ich nur noch darauf, dass sie die Dornvögel rezitiert. Ach was, das hört irgendwann auf. Das Jobulawalla ist gleich fertig. Ich habe keine Zeit für sowas. Simon, du musst doch was essen. Fang nicht an, mir vorzuschreiben, was ich zu machen habe. Halt! Sprich nicht so mit deiner Schwester. Dad, dauernd! Sei du bitte still. Deborah, könntest du uns bitte allein lassen? Ich möchte mit deinem Bruder reden. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Am besten wäre es, Jenny würde ihn segnen. Das reicht. Abmarsch. Also, wo ist das Problem? Ach, ist doch egal. Das ist überhaupt nicht egal. Seit Tagen bist du unausstehlich. Wir alle müssen einen Umweg um dich machen. Das muss wirklich aufhören. Es ist scheußlich. Ich weiß nur nicht, was ich machen soll. Wann? Wenn ich mit der Schule fertig bin. Ich meine, mir ist klar geworden, dass ein möglichst guter Abschluss für mich sehr wichtig wäre. Ja, na und? Du bist ein guter Schüler. Die letzten 4 Jahre hast du hart gearbeitet. Ja, aber ich muss noch besser werden. Ja, aber du kannst doch nur dein Bestes geben. Wenn du so weitermachst, wirst du dich eher verschlechtern. Das ist wie bei einem übertrainierten Sportler. Dad, ich habe noch 3 Monate Zeit, um mich zu entscheiden, was ich für den Rest meines Lebens machen werde. Quatsch mit Soße. Was? Quatsch mit Soße. Ich meine, du musst dich nicht in so kurzer Zeit entscheiden. In deinem Alter ist es berechtigt, wenn man noch nicht weiß, was man machen will. Ja, aber Natsch weiß es. Er wird Automechaniker. Schön für ihn. Deshalb musst du es aber nicht auch wissen. Du darfst nicht unter dem Druck stehen, dich entscheiden zu müssen. Du stehst sowieso schon unter genug Druck. Ja, aber... Hör mal, Simon, ich erlebe das jeden Tag. Leute, die mit 18 schon wussten, was sie für den Rest ihres Lebens machen, stehen plötzlich mit 35 da und wissen nicht, ob es ein Fehler war. Was meinst du denn, was ich machen soll? Keine Ahnung. Lass dir ein Jahr Zeit, wenn es sein muss. Was, ein Jahr gar nichts tun? Ach was, Unsinn. Such dir einen Job. Tu irgendetwas. Geh auf den Bau. Sieh zu, dass du was vom Leben mitkriegst. Dir ist das vielleicht nicht klar, aber du weißt noch nicht viel davon. Hast du vielleicht recht? Ich habe recht. Deine Zukunft ist zu wichtig. Du brauchst Überblick, um dich zu entscheiden. Okay, Dad. Halt, da wäre noch was Wichtiges. Was denn? Freundschaft. Ich habe gehört, wie du heute mit Natsch geredet hast. Also ich finde, das hat er wirklich nicht verdient. Vor allem nicht von dir. Ja, ich nehme an, du hast recht. Du nimmst an, ich habe recht? Ich weiß, du hast recht. Oh, hi, Debbie. Hi, Natsch. Suchst du Simon? Nein, was will ich denn mit dem? Der redet sowieso nicht mit mir. Ach komm, du weißt doch, dass er es nicht so gemeint hat. Naja, so hat sie es aber angehört. Nicht tragisch nehmen, so schlimm ist es nicht. Naja, ich fühle mich irgendwie verloren ohne Simon. Irgendwie ist es so öde. Tja, warum machen wir nicht was zusammen? Okay, was hast du denn vor? Ich weiß nicht, was würde dir gefallen? Keine Ahnung. Wollen wir vielleicht Football spielen? Da wäre ich nicht die Richtige. Soll ich dir vielleicht die Haare schneiden? Lieber nicht. Tja, was können wir dann tun? Wir könnten ja ein paar Bräute aufreißen. Blöde Idee, wie wär's denn, wenn wir uns eine Pizza reinziehen? Natsch, es ist 9 Uhr früh. Oh, aber in Neuseeland ist jetzt Mittag. Oh, habt ihr die Waschmaschine repariert? Nein, ich habe die Ladung bei den Nachbarn gewaschen. Ja, und wenn ich die Waschmaschine repariere? Soll das ein Witz sein? Nein, die von meiner Mutter repariere ich dauernd. Die geht laufend kaputt. Natsch, hast du hier die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass sie deshalb immer kaputt geht, weil du sie reparierst? Das habe ich mir noch nie überlegt. Na komm, sehen wir sie uns trotzdem mal an. Warum nicht? Ist jedenfalls besser als Bräute aufreißen. Hey Leute, ich habe eine tolle Idee. Natsch, weißt du auch wirklich, was du da tust? Ja, ich glaub's jedenfalls. Mamas Maschine ist fast genau wie eure. Beinahe. Hat der auch schon versucht, hat nicht geklappt. Vielleicht ist sie verstopft. Oh, jetzt hast du sie ganz kaputt gemacht. Nein, habe ich nicht. Komisch, da steckt was drin. Wir müssten nur das verdammte Wasser irgendwie rauskriegen. Du hast nicht zufällig einen Strohhalm, oder? Igitt! Hi, Leute. Ah, wo wir gerade von Igitt sprechen, sieh mal einer an, wer da ist. Schon gut, schon gut. Na, hast du deine Zukunft fertig geplant? Hört mal, es fällt mir nicht leicht, aber... Naja, es ist mir klar geworden, dass ich ein ziemliches Ekel war. Naja, ich schätze, ich muss mich bei euch entschuldigen. Da hast du recht. Wirklich? Ja, da warst du ein richtiges A... Matsch!
Meisenbärchen, jetzt komm und hilf uns hier ein bisschen. Hey, Dad, die Waschmaschine ist wieder repariert. Ja, ihr kleines Herz macht wieder poch, poch, poch. Oh, Simon, du hast sie repariert, danke. Nein, das war ich nicht, das war Natsch. Ja, die war darin verklemmt. Jennys verschollene Barbie. Ah, ich geh schon. Jenny, die verlorene Tochter ist zurückgekehrt. Lobet den Herrn, ein Wunder ist geschehen. Wo war sie denn? Sie war in der Waschmaschine verklemmt. Er hat sie gefunden. Gott möge dich segnen. Wo soll es heute regnen? Ich glaub das einfach nicht. Wer war denn das? Es war der Waschmaschinenklempner. Der taucht erst auf, wenn das Ding repariert ist. Und jetzt ratet mal was. Was? Er wollte mir eine Rechnung präsentieren. 30 Mäuse, einfach nur fürs Kommen. Und was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, er kann die Rechnung nehmen und sie Dad. Sich... Und dann tanzt Betty damit Cucaracha. Olli! Aha.